Liebes Publikum, heute präsentieren wir Ihnen ein Werk von Franz Schreker. Franz Schreker war ein österreichischer Komponist der ersten drei Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts, dessen Bühnenwerke in den letzten Jahren an vielen Opernhäusern, vor allen Dingen im deutschsprachigen Raum, eine Art Renaissance erlebt haben. Als sehr erfolgreicher Komponist und Lehrer seiner Zunft, dies vor allem in Berlin an der heutigen Universität der Künste, an der er von 1920 bis 1931 Direktor war, wurde er aufgrund seiner jüdischen Religionszugehörigkeit früh von den Nazis bekämpft und dann später, wie so viele andere Komponisten auch, verboten. In den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts war er nach Richard Wagner und noch vor Richard Strauss der Opernkomponist mit den meisten Aufführungen. Das von uns ausgewählte Werk Der Wind wurde 1908 ursprünglich als Tanzallegorie für die Tänzerin Grete Wiesenthal komponiert. Schreker gelingt es hier, neben einer genialen kammerorchestralen Instrumentierung mit nur 5 Instrumenten, hoher Streicher, tiefer Streicher, Holzblasinstrument, Blechblasinstrument und das Klavier als Basis für Rhythmus und Klangfülle, es gelingt ihm, eine große Dichte an Klangfarben und thematischen Verflechtungen herzustellen. Diese Dichte basiert unter anderem auf der Grundlage des Textes der bereits erwähnten Tänzerin Grete Wiesenthal. Wir freuen uns sehr, dass wir für den Textvortrag im folgenden Video unseren wunderbaren Schauspieler Jens Winterstein gewinnen konnten, der seit 2013 eine feste Größe im Grillo-Schauspielensemble ist und unseren Opernbesuchern im Altotheater vermutlich bestens bekannt als Loriot im Ring an einem Abend. Bedanken möchten wir uns auch bei den uns unterstützenden Mitarbeitern unserer Häuser, insbesondere bei Dennis Trevermann für den Ton, sowie Marc Rabe und Adrian Karev an den Kameras. Wir wünschen Ihnen nun ein intensives Videokammerkonzerterlebnis. Alles Gute und hoffentlich bis bald. Der Wind. Sacht erhebt er sich und die Blätter zittern leise. Die jungen Bäume werden von ihm bewegt. Sie müssen sich beugen. Junge Menschen tanzen,
vom Wind getrieben, getragen. Sie glauben, hinaufzufliegen mit ihm. Der Wind wird toller, er erfasst die Zweige, die bebend auf und nieder wehen. Auch die Menschen werden von diesem Treiben mitgerissen. Sie laufen in den Wind, lachen mit ihm, werfen sich ihm entgegen, ganz außer sich, dem Spiel mit dem Winde hingegeben. Der Wind wird zum Sturm, ernst und gewaltig. Die Menschen halten einander fest umschlungen, um gegen ihn anzukämpfen. Alles ist Kampf. Der große, starke Baum fällt.
Der Sturm ist vorbei. Nur leise zittern die Blätter.